damit herzlich willkommen zur ersten Folge Frostpunk. Ich grüße euch und freue mich, dass ihr den Weg hier zu diesem neuen Projekt gefunden habt. Denn wir wollen auch mal ein bisschen in den Schnee rauswarten. Die Entwickler von This War of Mine, 11-Bit Studios, geben uns hier ein bisschen die nächste Dystopie. Ja, und es wird spannend, es wird spaßig und es wird auch traurig werden. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir da eines eisigen Grabes finden werden. Aber bis dahin haben wir natürlich noch den Überlebenskampf. Und den wollen wir natürlich so lang wie möglich führen. Und das Spiel ist beinhart. Es nimmt einen mit in eine Kolonie. In eine Kolonie mitten im ewigen Eis. Und das Ziel ist ganz einfach, überlebe irgendwie. Und welche moralischen Entscheidungen du auf diesem Weg triffst, das liegt ganz bei dir. Denn die Moral in diesem Spiel wird hochgehalten. Das bedeutet, oder auch nicht, ja? Es wird hochgehalten oder auch nicht, das ist wichtig. Ja? Ihr könnt zum Beispiel sagen, eure Leute müssen, keine Ahnung, auf gutem Wege gesund werden. Das dauert natürlich recht lang, dann habt ihr keine Arbeitskräfte. Oder ihr sagt aber, amputiert und ran damit an die nächste Schippe. Dann werden die Leute natürlich auch langsamer arbeiten, aber sie arbeiten sofort wieder. Das sind Entscheidungen, die werden beinhart werden. Und wir werden uns mal ein bisschen anschauen, wie dieses Spiel so uns mitnehmen wird. Ich probiere es jetzt einfach mal, bis wir einmal draufgehen und dann gucken wir mal, was wir besser machen können. Oder auch nicht, das liegt ganz bei euch. Wenn euch dieses Projekt gefällt, dann wird es natürlich auch mehr Folgen geben oder auch mehrere Neustarts geben, vielleicht auch mal einen Stream oder sowas. Das könnt ihr ganz einfach entscheiden. Sagt einfach, wie ihr es findet und habt eine schöne Zeit. Okay, wir gucken mal. Wir wollen auf jeden Fall erstmal hier in die Einstellungen. Und ich mach mal die Gesamtlautstärke einen Ticken niedriger. Das ist auf jeden Fall geil. Geil gemacht. So, ein neues Zuhause. Auf geht's. Wenn jemand stirbt, verlieren die Menschen Hoffnung. Wenn es keinen Platz gibt, um die Toten zu begraben, werden sie unzufrieden. Ihr merkt den Auftrag dahinter. Wenn alle Bäume in der Nähe eines Sägewerkes gefällt sind, baue es ab und finde einen guten Standort für ein neues Sägewerk. Das sind die praktischen Tipps, die ich mir wünsche. Ich hoffe, da kommen noch mehr. Menschen, die unter Frostbedingungen leben oder arbeiten. Aus. We roam the still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty. And for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey, and we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth.
neues Zuhause. Wir flohen aus London und überquerten das Meer, um den eisigen Norden zu erreichen. Unterwegs geriet unser Konvoi in einen Schneesturm. Wir wurden voneinander getrennt. Eine Handvoll von uns schaffte es, den Standort dieses Generators zu erreichen. Aber alles hier ist eingefroren und verlassen. Was? Warum ist hier niemand? Hat überhaupt jemand von unseren Leuten den Schneesturm überlebt? Sind noch andere da draußen? Was wir auch tun, wir sollten das Schlimmste befürchten, jetzt wo unsere Welt im Sterben liegt. Und wir sagen, wir müssen überleben. So, meine Lieben. Die Kälte bekämpfen. Wir müssen den Generator zum Laufen bringen. Er versorgt andere Gebäude mit Wärme und Dampfkraft. Ohne ihn werden wir erfrieren. Lagere Kohle ein und starte den Generator. Okay, also ganz kurz Pause. So, das hier ist der Generator. Dieses Monstrum. Und dieses Monstrum müssen wir starten. Das geht mit Kohle. Es gibt auch noch Holz, Stahl, Dampfkerne. Zu denen kommen wir später. Rohnahrung. Das ist wie Röhl, nur anders. Rohnahrung. Essensration. Das ist der Deal. Wir haben minus 20 Grad. Und momentan machen die einzigen Wärmesignale, die ich hier sehe, sind unsere Einwohner. Ja. Und hier habt ihr nochmal komfortabel. Haben wir gar nichts. Erträglich ist eigentlich nur bei unseren Leuten. Kühl ist alles außenrum. Kalt noch nicht. Sehr kalt und eiskalt. Wir haben hier, die Temperatur wird deutlich sinken. 2 Stufen. Ich denke mal um 20 Grad wieder. Also werden wir auf minus 40 kommen in den nächsten Tagen. Wir haben Tag 1, 2, 3, 4. Also irgendwo bei Tag 4 wird es wahrscheinlich dann einen Kälteeinbruch geben. Und alles spielt sich im Prinzip hier ab. Wir haben hier Holzkisten. Und jetzt kommt das Mikromanagement, was dieses Spiel so fantastisch macht. Ihr habt hier, ihr seht hier, alles um den Generator rum ist nicht so ganz eingefroren. Aber hier draußen, ihr seht das vielleicht ein bisschen, ist so ein bisschen Schneewehen. In der Seite hier sind die schlimmer als hier. Hier sind es nicht so ganz so schlimme. Aber dafür ist es weiter weg. Hier haben wir einen Kohlehaufen. Und hier haben wir auch einen Kohlehaufen. Jetzt sage ich mal Folgendes. Wir setzen hier mal 15 Arbeiter ein. Die werden sich jetzt hier durch den Schnee kämpfen. Die werden richtig mit Kraft, mit allem, was sie haben, werden sie versuchen, diese Schneemassen zur Seite zu schippen, um hier rüber zu kommen und diese Kohle abzubauen. Die tragen die Kohle dann auch wieder zurück. Und dann haben wir irgendwann Energie, um den Generator zu starten und die erste Wärme zu erzeugen. Aber das funktioniert natürlich nicht nur damit. Es gibt Stahltrümmer, es gibt Holzkisten. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die wir brauchen. Und da werden wir auch die nächsten einsetzen. Wieder 15 Mann für Holzkisten. Hier haben wir zum Beispiel gefrorene Bäume. Die werden wir auch irgendwann holen müssen. Wir werden hier lang müssen. Und das Baumenü ist die nächste Herausforderung. Wir können hier zum Beispiel Zelte bauen. Und da seht ihr, alles passiert hier in diesen Ringen um diesen Generator rum. Je weiter ihr rausgeht, ja, desto mehr Ringe werden aufgebaut. Und je weiter ihr draußen seid, desto kälter wird alles. Genau. Ansonsten Gesundheit, eine Sanitätsstation wäre wichtig. Speisehaus ist wichtig, damit unsere Leute auch was zu beißen bekommen. Dafür brauchen wir aber auch eine Jägerhütte, die frische Nahrung ranschafft. Eine Sammelstelle. Und das ist auch wichtig, eine Sammelstelle hier. Die Arbeiter hier sammeln Rohstoffe aus nahen Kohlehaufen, Holzkisten oder Stahltrümmern. Das ist ziemlich cool. Die nehmen quasi alles, was hier so im Umkreis liegt und sammeln das hier ein. Kann man natürlich jetzt auch nutzen. Und eine Werkstatt, um Technologie zu erlangen. Jetzt ist der erste Deal, wie gesagt, unsere erste Aufgabe. Bring hier unsere Rohstoffe ran. Und ihr könnt das vielleicht hier so ein bisschen sehen. Ich kann leider nicht näher reinzoomen. Die Leute schieben sich hier wirklich mit ihren Laternen durch die Schneemassen und bahnen sich hier einen Weg. Den kann man sogar wirklich sehen. Ja, also der ist auch da. Die drücken das hier wirklich zur Seite und organisieren sich das. Das gleiche machen sie auf der Seite auch. Da scheint aber der Schnee nicht ganz so dicht zu sein. Hier ist er halt wirklich hoch. Das ist ganz, ganz weit weg. Wir haben 80 Obdachlose aktuell. Gesetzesbuch, da kommen wir später dazu. Und Wirtschaft, auch wichtig. So, wir sagen jetzt aber, pass auf, wir haben noch bestimmt, wir haben noch Ingenieure offen. Und jetzt möchte ich aber sagen, pass auf, hier arbeiten schon maximale Leute. Hier haben wir unten noch Stahltrümmer, Holzkiste, Holzkiste. Und ich weise jetzt nochmal 15 Ingenieure, das sind die besseren Arbeitskräfte, weise ich nochmal hier oben zu.
Genau. Die werden wir eben auch jetzt losziehen. Ich will jetzt wirklich mal ein bisschen Zeug haben. Und was brauchen wir? Abschalten? Können wir nicht. Außer Betrieb. Wir sollen lagere Kohle ein. 200 sollen wir zusammenbringen. So, das sind unsere... Unser Wirtschaftsbaum ist das. Verlauf ansehen, ist klar. Kohlehaufen. Mindestens ein Arbeiter erforderlich. Wir haben da noch niemanden zu eingeteilt. Kohlegewinn 360 Kohle am Tag. Verbrauchen tun wir gerade nichts. Nahrungsmittel, großes Problem. Wir verbrauchen sehr viel. Gesundheit, schwierig. Einwohner. Baracken, Häuser und so weiter. Holzverbrauch. Stahl- und Holzverwaltung, genau. Hier haben wir auch noch mal ein bisschen was. Wir produzieren da aber noch nichts von. Das wird später alles noch interessant. Und ihr seht jetzt schon hier der Paul. Paul Green. Mangel an Unterkünften, transportiert Rohstoffe. Kein Zuhause. Wohnt hier um den Generator rum. Die Kinder spielen hier. Die sind die, die wir dabei hatten. Und ihr seht schon, hier schneit auch langsam dieses Vorfeld. Langsam aber sicher zu. Der Generator ist eben aus. Und das ist ein Riesenproblem. Den müssen wir anschalten. Und zwar um alles in der Welt muss dieses Ding jetzt funktionieren. Und wir haben jetzt Kohle. Fast schon 200. Also wir nähern uns den 200 sehr, sehr gut. Und diese Kohlehaufen hier werden auch ganz eiskalt abgebaut. Das geht jetzt hier Stück um Stück, geht hier diese Werte rauf. Auch hier hat man sich mittlerweile vorangekämpft. Das sind die, wie gesagt, die Ingenieure, das sind die etwas besseren Leute. Nicht die einfachsten Arbeiter, sondern halt die, die halt auch wirklich schwerere Sachen bedienen können. Die werden wir später auch zuhauf brauchen. Ja, wir können auch durchaus hier feste Wege bauen, die schneiden dann nicht mehr zu, sondern die nutzen halt, weil das kann hier auch wieder zuschneiden, wenn jetzt der Schnee kommt und wieder natürlich sich ablegt, dann wird irgendwann dieser Weg einfach nicht mehr da sein. Momentan sehen wir das hier, dass hier die Wege rausgehen. Ja? Diese Wege, die hier rausführen, die werden, ihr seht es vielleicht hier schon ein bisschen, die sind nicht schon ein bisschen zugeschneit. Die hier sind offener. Okay, 200 Kohle haben wir. Aktiviere den Generator. Oh, Mother of God. Nahrungsmittel. Der Generator summt mit beruhigender Wärme. Aber wir sollten das nicht als selbstverständlich ansehen. Wenn der Generator ausfällt, stirbt die Stadt. Sei achtsam mit den Kohlereserven. Kümmern wir uns jetzt um Nahrungsmittel. Es wird keine Stadt geben, wenn wir verhungern. Finde einen Weg, Rohnahrung bereitzustellen und baue ein Speisehaus. Okay, habe ich verstanden. Es geht jetzt um Nahrung. Speisehaus bauen wir, warte auf, Speisehaus bauen wir hier oben hin. Mal ganz kurz gucken, hier so. Und zum Speisehaus gehört natürlich auch eine Jagdhütte. Die bauen wir jetzt auf. Da kümmern sich ja auch die ersten Leute hoffentlich schon drum. Es ist 15:29 Uhr. Es geht gen Abend. Aber hier wird gebaut. Okay. Also hier kümmern sich tatsächlich auch Leute drum, dass das hochgezogen wird. Wir haben 20 untätige Arbeiter. Das ist natürlich ein Problem jetzt gerade. Dann schicken wir noch mal ein paar Leute raus, um noch mal Nachschub zu bekommen. Ich brauche einfach mehr Rohstoffe. Vor allem Holz momentan. Gut. Aber wie gesagt, auch da müssen wir uns natürlich überlegen, die Leute, die hier sind und arbeiten, werden natürlich auch zum Beispiel in diesen Speisehäusern gebraucht. Das heißt, da müssten wir vielleicht von hier dann wieder welche abziehen. Okay, alle obdachlos, das ist natürlich ein Problem. Okay, Unterkunftsprobleme. Dach über den Köpfen. Captain, die Einwohner sind verständlicherweise besorgt über den Mangel an Unterkünften. Bei dieser entsetzlichen Kälte im Freien schlafen zu müssen, macht sie krank. Wir sollten etwas unternehmen. Ich werde für einige Unterkünfte sorgen. Du hast 2 Tage Zeit, um 40 Einwohnern eine Unterkunft zu bieten. Okay, ich werde allen eine Unterkunft bieten. 2 Tage Zeit für 80. Darum kümmere ich mich jetzt nicht. Die Unzufriedenheit steigt an. Wir geben auf jeden Fall zu, dass wir für 40 Leute eine Unterkunft bieten. Das möchte ich auf jeden Fall versprechen.
So, und jetzt fehlen uns die Einwohner. Leute von unserem Konvoi. Die wichtigsten Rohstoffe sind vorerst gesichert und wir können jetzt versuchen, die Leute zu retten, die wir zurücklassen mussten. Baue eine Signalstation, erkunde das Frostland und rette so viele Überlebende unserer Expedition wie möglich. Du brauchst eine Werkstatt und Baupläne. Okay. Ihr seht schon, jetzt kommt so langsam immer mehr dazu. Aber wir können das natürlich nicht alles aufrechterhalten. Wir müssen hier ein bisschen Land abtreten, damit wir hier alles füttern können. Wir werden jetzt Jäger ausbilden. Ja, Jäger gehen auf die Reise und organisieren eben frisches Essen. Okay, wir haben nicht viele Kapazitäten hier. Es sind auch keine Mahlzeiten, glaube ich, gerade bereit. Es ist auch 19 Uhr. Das heißt, hier wird gar nicht erst gekocht. Die Leute kommen jetzt alle nach Hause schon. Ja, die haben alle immer noch kein Zuhause. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber das, da werden wir uns jetzt drum kümmern. Oh, nee, das ist ein bisschen dämlich. Warte mal kurz. Abbrechen. So, jetzt haben ein paar Leute auf jeden Fall neue Häuser. So. Und wir sollten ja Straße bauen. Das ist so eine Sache, die könnte interessant werden. Hier ist Kohle. Hier sind zwei Kohlehaufen hier oben. Und hier ist der Stahl. Okay, pass auf, dann lass uns mal eine Straße bauen. Und zwar, ich möchte die Straße hier rausziehen. Und die werden wir auch noch erweitern. Gesetze. Ein Ratschlag. Arbeiter benötigt. Es gibt so viel zu tun und nicht genügend Hände, um es zu tun. Eine schnelle Lösung für dieses Problem wäre, unsere Kinder arbeiten zu schicken. Wow. Kinderarbeit oder Kinderheime? Kinderarbeit. Ungefährliche Arbeiten. Wir haben nicht genügend Hände, genau. Die Einführung dieses Gesetzes kann nach bla bla bla. Kinder können an ungefährlichen Arbeitsplätzen arbeiten. Die Hoffnung sinkt leicht. Kinderarbeiter können bei Unfällen verletzt werden. Oder Kinderheime. Nach Einführung dieses Gesetzes bla. Neues Gebäude, Kinderheim. Die Hoffnung steigt an. Jedes Kind mit einem Platz in einem Kinderheim zu versorgen, bringt einen dauerhaften Hoffnungsbonus. Du musst dein Kinderheim bauen. Ich bin ehrlich gesagt jetzt gerade so, dass ich nicht weiß, ob ich das machen soll. Ich meine, auf der einen Seite, es ist eine Möglichkeit, ne? Nein, wir bauen Kinderheime. Schluss aus, nein. Das. New law! A new law has passed! New law! Ja. Nee, ganz ehrlich, meine Lieben, ich muss da fairerweise sagen, das ist eine moralische Entscheidung, die man hier trifft. Keine logische vielleicht, ne, sondern moralische. Und da muss ich sagen, das ist mir jetzt erstmal wichtiger. Und da kann ich auch gerade nicht rum. Rohstoffe? Rohstoffdepot-Sammelstelle, okay. Eure Hoffnung ist gut, aber denkt dran, der Winter kommt. Versprechen gehalten, Schutz vor Wind und Wetter. Alle fühlen sich mit einem Dach über dem Kopf erleichtert. Selbst dann, wenn es klappert. Die Hoffnung steigt. Gut, noch mehr Hoffnung. Kein Problem. Doch. Gucken wir mal, wie ist die Wärme? Oh, die Wärme ist super. Das sehen wir auch total, weil hier jetzt der zweite Ring auch schneefrei ist. Das haut jetzt hier alles ab. Wenn es jetzt minus 20 Grad bleiben würde, wäre das Spiel total easy. Bleibt aber nicht. Es wird noch schlimmer. So, nächste Aufgabe wird sein, eine Werkstatt zu eröffnen. Das sehe ich jetzt schon kommen, dass das eher ein Problem sein wird. So, es ist 0 Uhr. Die Leute gehen jetzt in ihre Hütten oder legen sich hier halt eben außen hin. Ja. Sehr geringes Risiko, krank zu werden. Und jetzt ist Schlafenszeit. Ich beschleunige das mal ganz kurz. Bis zum nächsten Morgen. So, der nächste Morgen beginnt demnächst. Wir haben die ersten zwei Kranken, noch keine Schwerkranken, aber Kranke. Das ist ein Problem. Auch um diese Leute müssen wir uns dringend kümmern.
Aber das Kinderheim müssen wir dringend bauen, weil das läuft hier, ihr seht schon, da ist ein Timer. Wir haben noch 2 Tage Zeit dafür. Okay. Und es beginnt demnächst um 8 Uhr, glaube ich, beginnt die Arbeit. Nein, jetzt schon, um 6 Uhr. Und hier wird... Genau, jetzt wird hier 40 Standardmahlzeiten werden in der Stunde generiert. Und unsere Leute kümmern sich jetzt halt wieder um die ersten Produktionen. Hier im Übrigen wurde auch schon der Weg gebaut und ihr seht schon, die nutzen den tatsächlich auch bis hierhin. Können die nämlich jetzt rauslaufen und müssen nur noch diesen Teil eben durch den Schnee warten. Der Vorteil ist, wenn wir hier mal Stahl brauchen, können wir halt auch wunderbar hier zum Stahl und vielleicht auch woanders nochmal hin. Der Weg hier ist auch ein bisschen eingeschneiter gewesen, aber auch hier wird wieder Kohle abgebaut. Da könnten wir jetzt natürlich uns überlegen, pass auf, wir sagen jetzt mal, pass auf, die ihr da hinten gerade unterwegs seid, wir setzen mal 5 von euch an die Luft. Hier arbeiten maximale Leute und hier setzen wir einfach mal 5 Leute ein, um noch mehr Holz abzuernten, weil wir brauchen dringend mehr Holz. Das sind unsere Jäger, wenn ich mich nicht ganz täusche. Alles in Ordnung? Ja, Jagdhütte. Da kommen unsere Jäger heim. Gut. Okay, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Wir bauen jetzt dann ein Gesundheitszelt für 25 Holz, weil ich will keine Kranken hier riskieren. Das ist mir zu heiß gerade. Wir sind gerade dabei, uns ein bisschen zu erholen. Und Kinderheim bauen wir dann auch noch. Und natürlich auch eine Forschung. Und natürlich auch ein Heißluftballon. Und so viel mehr. Es wird heiß. So, die ersten Nahrungsmittel reicht noch etwa für einen Tag. Essensrationen haben wir ganz ordentlich schon am Eingang. Wir haben 40 die Stunde. Wie schaut es hier aus? 8 bis 18 Uhr arbeiten wir hier. Komfortabel ist es hier in der Essensausgabe. So, okay, pass auf, dann machen wir jetzt erstmal Folgendes. Wir bauen hier jetzt ein Gesundheitszelt her. Und ein Kinderheim kostet uns Stahl. Dann machen wir Folgendes. Weisen 5 Leute auf die Stahlproduktion zu. Gucken wir mal, wann die ersten da hochlaufen. Da kommt der erste hin, okay. Und die generieren jetzt Stahl. So, das ist das Versorgungszelt. Ja. Und jetzt könnte man natürlich auch noch das Kinderheim hier ranbauen. Aber das ist natürlich hier sehr weit draußen. Wir bauen es hier unten mal ein bisschen näher ran. Und dann machen wir Folgendes und bauen nochmal ein Zelt auf. Aber das geht jetzt hier schon mal nicht mehr rein. Kriegen wir hier noch eins rein? Nicht, oder? Nee, da ist kein Platz mehr. Jetzt können wir uns natürlich überlegen, ob wir das Speisehaus und vor allem aber auch die Jagdhütte, ob wir die raushauen. Okay, jetzt ist Nacht oder abends geworden. Jetzt legen unsere Arbeiter natürlich auch die Arbeit ein bisschen nieder. Kinderbetreuung gesichert. Das Kinderheim steht bereit und die Kinder befinden sich dort in sicherer Umgebung. Die Einwohner können nun ruhigen Gewissens arbeiten. Die Hoffnung steigt. Oh, das ist mega. Aber denkt dran, es nähert sich hier ein Temperatursturz. Der wird auch ein bisschen besser werden wieder, aber es wird ein paar Tage wird es knackig kalt werden hier. Und das wird schon am nächsten Tag passieren. Also genau in 24 Stunden wird es wahrscheinlich frisch werden. Das heißt, wir sollten unsere Leute, die obdachlos sind, jetzt möglichst auch noch möglichst schnell auch unterbringen. Ich nehme mal hier nochmal 5 Kohlearbeiter raus. Und von den Ingenieuren nehme ich auch nochmal 5 raus. Und setze die mal hier ein. Jetzt haben wir 10 Leute noch frei. Das ist mittlerweile abgearbeitet. Und wir setzen hier oben nochmal... Ach nee, das ist auch Kohle. Das war Holz, was ich da hatte. Kohle. Kohle. Ah, hier unten sind wir daheim.
kann ich hier noch einen Weg bauen? So. Hier bauen wir mal einen Weg raus, weil hier brauche ich auf jeden Fall Leute, die arbeiten. Und zwar, die hier Holz organisieren. Stahl war für den, das Gesundheitszelt. Ah, hier brauchen wir auch noch Leute, die arbeiten. 15. Auch Nummer 5. Warum haben so viele Leute eingesetzt? Ich habe die ein bisschen zu sehr verteilt, kann das sein? So, machen wir mal so. So. Die Sanitätsstation arbeitet ein wenig. Worktime. Get back to work. So, jetzt können wir hier ein bisschen die Verteilung verändern. Wichtig, wir können natürlich jetzt auch die Wirtschaft uns angucken und sagen, wie schaut es aus mit der Kohle. Der Kohleverbrauch und der Kohlegewinn ist momentan absolut identisch. Wir produzieren dafür, aber wir halten nichts auf Vorrat mehr. Dafür gewinnen wir natürlich auch auf der anderen Seite wieder. Meine Lieben, das war es erstmal für die erste Folge. In der nächsten Folge werden wir sehen, wo diese Reise noch hingeht. Ich mache mal Pause, damit ich nichts verpasse hier. Und wir haben gerade nichts mehr zu essen, dafür aber sehr viel Nahrungsmittel hier auch. Und da müssen wir halt gucken, ob wir nicht hier vielleicht noch ein paar Leute rausnehmen, die wir dann besser wieder in der Produktion hier brauchen könnten. Aber, oder vielleicht hier ein paar rausnehmen, die wir dann irgendwie wieder im Kohlegewinn einsetzen. Also hier zum Beispiel zu sagen, wir machen hier ein bisschen weniger, setzen die aber dann dafür wieder ein, um hier diese Kohlehaufen abzuernten. Nicht diesen Kohle... Ach, das nochmal, warte mal kurz. Nee, nicht diesen Kohlehaufen, sondern diesen Kohlehaufen. Um einfach noch mehr Kohle zu generieren, damit wir auf Vorrat was halten können. Wir sollten aber, wie gesagt, in alle Richtungen gucken und auch ein bisschen aufpassen, dass unseren Leuten insgesamt gut geht. Das ist so der Deal. Das ist der Trick, der, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu erfüllen sein wird. Aber wir werden das sehen. Und wie wir das sehen, werden wir sehen in den nächsten Folgen. Bis dahin, habt eine tolle Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.